Hamburg, eine Woche später. Ja, Papa, ich weiß. Nein, ich will immer noch nicht mit dir zur UN-Hauptversammlung nach New York. Nein, werde ich nicht. Ich brauche einfach mal ein paar Tage Urlaub. Nein, das hat nichts mit der Trennung von Max zu tun. Ja, ganz sicher, ich denke nicht mal mehr an ihn. Wer ist eigentlich Max? Ja, du hast natürlich recht. Auch wenn er ein verdammter Idiot ist, ich vermisse ihn trotzdem. Aber es ging einfach nicht mehr. Du weißt, dass die Trennung die einzig richtige Entscheidung war. Ja, ich hoffe auch, dass die Kreuzfahrt mich ein wenig auf andere Gedanken bringen wird. Ja, danke. Du, ich muss los, die warten nicht auf mich. Ich melde mich spätestens, wenn ich wieder zurück bin. Ja, ich dich auch. Dann mal viel Erfolg und gut Stein, oder was auch immer man euch Geologen wünscht. Was? Reisen Sie mit diesem Schiff? So, das ist also mein kleines Reich für die nächsten Tage. Keine Suite, aber doch ganz schnucklig. Aber ich werde hoffentlich sowieso die meiste Zeit am Pool verbringen können. Mein Teint kann eine kleine Auffrischung gut vertragen. Ich werde erstmal... Das ist gar nicht mein Koffer. Anscheinend gehört er einem gewissen William Patterson. Zumindest steht dieser Name auf dem Anhänger, der sich am Koffer befindet. Na, das fängt ja gut an. Ich sollte mal beim Empfang nachfragen. Vermutlich wurden die Koffer versehentlich vertauscht. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 2. Ja, natürlich wurde unser Koffer vertauscht. Moment, hier unten Ninas Schlüsselkarte. Die Schlüsselkarte zu meiner Kabine. Man muss fast aufpassen, dass man sich an den Kanten nicht schneidet. Ja... Darin ist, wie es sich für eine gute Handtasche gehört, fast mein komplettes Leben. Mhm. Ich denke, selbst Frauen sollten es ein paar Minuten ohne Handtasche aushalten können. Ich lasse sie vorerst hier. Na, ich weiß ja nicht, ob wir das einfach so machen sollen. Vor allen Dingen, wenn uns dann jemand die Sachen klaut, ist das auch nicht so schön. Warum heißt das Ding eigentlich Bullauge? Egal, die Aussicht ist auf jeden Fall grandios. Lässt sich nicht öffnen. Wohl auch besser so, sonst stünde meine Kabine bereits nach der ersten großen Welle unter Wasser. Ja gut, kann natürlich wirklich sein, dass das eine Vorsichtsmaßnahme ist. Boah, ist der hässlich. Ja, Mädel, du bist hier auf dem Schiff, ne? Ich meine, gut, es ist ein Kreuzfahrtschiff, ne? Ein Bild von einem Mann vor dem Atomium in Brüssel. Der Typ ist, glaube ich, der Kapitän dieses Luxusliners. Das hängt hier ganz gut. Okay. Ich hatte eine Hängematte befürchtet, bin also durchaus positiv überrascht. Naja gut, wir sind hier nicht bei der Arbeiterkabine oder so, ne? Simon sagt, damit kann man an die fantastischsten Orte reisen. Nina sagt, ein Schrank. Ein einsamer Rollschuh. Wo ist der andere? Weißt du, Handtasche da lassen, aber ein Rollschuh, der auch noch alleine ist, den nimmst du natürlich nicht mit. Der Koffer eines gewissen William Patterson, wenn man dem Namensschild glauben darf. Ich wühle nicht in fremden Koffern. Außerdem ist ein Zahlenschloss dran. Mhm. Ich nehme mal an, über den Lautsprecher kann der Kapitän die Passagiere informieren, wenn das Schiff gerade gesunken ist. Wenn es gerade gesunken ist. Hallöchen. Scharfes Fahrgestell. Bitte? Na, noch schnell die letzten Tage genießen. Was? Lesen Sie keine Zeitung? Haben Sie keinen Fernseher? Doch. Wieso? Na, aber dann sollten Sie eigentlich wissen, dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Ja? War mir gar nicht so bewusst. Das wird einem zurzeit doch ständig um die Ohren gehauen.
Globale Klimaerwärmung, brennende Ölfelder im Nahen Osten und dazu massenweise Naturkatastrophen. Eine schlimmer als die andere. Da kann es nur noch eine Frage von Minuten sein, bis wir alle den Löffel abgeben. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Ist doch klar. In Zeiten wie diesen muss man jammern. Spaß haben geht gar nicht. Und Kreuzfahrten machen sowieso schon erst recht nicht. Ja, wenn Sie meinen. Und dann wird man an jeder Ecke mit diesem pseudowissenschaftlichen Geschwafel zugedröhnt. Wenn ich mir diese Möchtegern-Wissenschaftler ansehe, die jetzt in New York bei dieser UN-Geschichte einen auf dicke Hose machen. Nun machen Sie aber mal einen Punkt. Mein Vater ist zufällig einer von diesen Wissenschaftlern. Tja, wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ich jedenfalls kann über diesen ganzen Schwachsinn nur lachen. Und mich freuen. Immerhin sind die Preise für Kreuzfahrten und Urlaubsreisen nach dieser ganzen Panikmache in den Keller gegangen. Dumm nur, dass ich selbst in der Reisebranche arbeite. Also schnell noch eine Kreuzfahrt machen, bevor mich dieses hirnlose Geschwafel endgültig in den Ruin treibt. Ja, prima Idee. Im Prinzip mag er mit einigen Sachen ja nicht ganz Unrecht haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mir zwei Die-Welt-geht-unter-Jammergestalten nicht trotzdem lieber sind als dieser Typ. Sehr ironisch, dafür, dass das Spiel schon 7 Jahre, glaube ich, mittlerweile alt ist. Perfektes Timing, das genau jetzt zu spielen, muss ich sagen. Ich denke mal, dass ich mit ihm darüber reden kann, was ich... Ja, Gespräch beenden, genau. Ja, cool. Bei mir wurde offensichtlich das Gepäck vertauscht. Sie haben nicht zufällig meinen Koffer gesehen? Nein, leider nicht. Und bei mir war auch alles in Ordnung. Koffer, Rucksack und Beautycase, alles da. Beautycase? Klar. Heutzutage muss man auch als Mann was für seine Schönheit tun. Sie müssten das doch eigentlich wissen. Vielen Dank für das Kompliment. Ja. Scheint nur bei ihm irgendwie nichts geholfen zu haben. Haben Sie eigentlich was von dem Unfall vorhin im Hafen mitbekommen? Nee, leider nicht. Habe ich was verpasst? Nein. So ein Idiot. Ich werde mich dann mal wieder den angenehmeren Dingen des Lebens zuwenden. Gute Idee. Viel Spaß. Den angenehmeren Dingen, naja. Wir wollen ja eigentlich gerade Bescheid sagen wegen dem Koffer, aber wir gucken hier unten erstmal. Scheint keiner drin zu sein und ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Die Tür zur Krankenstation ist abgeschlossen. Mhm. Scheint die Krankenstation des Schiffes zu sein. Die Krankenstation ist leer. Zumindest ist niemand zu sehen. Da müssen wir doch sicher auch noch rein, wenn die das extra schon so machen. Können wir nur auf Fenster gehen hier? Na gut. Scheint keiner drin zu sein und ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Ja, das war mir klar. Ohne Zeitung. Die ist für alle Gäste an Bord, deshalb lasse ich sie hier. Auf der Titelseite steht dick und fett: Der endgültige Sieg über die Natur, wie die Mächtigen der Welt die Kontrolle zurückgewinnen wollen. Es geht um die UN-Vollversammlung, die in ein paar Tagen aufgrund der dramatischen Naturkatastrophen der letzten Wochen und Monate in New York stattfinden soll. Da steht auch was von den Expertenrunden, die derzeit im Vorfeld der Konferenz tagen und an denen mein Vater teilnimmt. Eine nicht sehr innovative Schiffsdekoration. Die wir sicher auch noch brauchen werden, weil theoretisch könnten wir sie nehmen. Oh. Praktisch haben wir sie gerade genommen, okay. Ich dachte, die können wir vielleicht später, wenn irgendwo die Welt untergeht oder das Boot untergeht oder so, ne? Scheint keiner drin zu sein und ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Ja, das sagst du überall. Irgendwo hier drin muss der Typ ja auch abgeblieben sein, ne? Scheint keiner drin zu sein. Ja. Eine knuffige Zeichnung der Arche Noah. Sieht nicht gerade künstlerisch wertvoll aus, eher wie aus einem Kinderbuch. Ja, aber niedlich. Also ich meine... Die Tür ist abgeschlossen. Okay, dann hat der Typ wahrscheinlich selber abgeschlossen. Dann gehen wir erstmal hoch. Was ist mit dem hier? Er macht einen ziemlich niedergeschlagenen Eindruck. Hallo, alles in Ordnung mit Ihnen? Oh, hallo. Ja, ist schon okay. Sie machen mir aber nicht wirklich den Eindruck.
Ich dachte, auf Kreuzfahrtschiffen sind alle immer unglaublich fröhlich und gut gelaunt. Manchmal wird einem halt bewusst, dass sich innerhalb von Sekunden das ganze Leben verändern kann. Da fragt man sich dann schon, ob all die Zukunftsplanungen überhaupt noch einen Sinn haben. Scheint ja ein echter lila Launebär zu sein, wenn der immer so... Aber vielleicht hat er ja auch einen guten Grund, so niedergeschlagen zu sein. Geht es um den Vorfall im Hafen? Woher wissen Sie? Eine tragische Geschichte. Kannten Sie den Mann? Ich? Nein. War schon irgendwie eine sehr seltsame Situation. Ein paar Sekunden vorher hat er mich noch angesprochen und dann... Er hat Sie angesprochen? Ja, er hat mich gefragt, ob ich mit dem Schiff fahren würde. Und dann war er auch schon wieder weg und... Und dann dieser Unfall. Hat er sonst noch was gesagt? Nein, ich glaube nicht. Sind Sie ganz sicher? Ja, ich denke schon. Warum? Ach, ist nicht so wichtig. Mich nimmt die Sache einfach mit. Entschuldigen Sie mich bitte, ich brauche noch ein paar Minuten für mich. Klar, kein Problem. Es kommt mir doch irgendwie ein bisschen seltsam vor. Hier hängen Bilder von angeblichen Berühmtheiten, die mal mit diesem Schiff gefahren sind. Den Anfang macht im Jahr 1982 der Bürgermeister von Brunsdorf. Eine Schönheit unter einer Birke. Der Name fehlt, aber sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Knackiger Hintern übrigens. Die Heidekönigin des Jahres 1986. Ich hoffe mal, dass sie diesen Titel aufgrund mangelnder Konkurrenz gewonnen hat. Der war jetzt aber gemein. Cool. Knabbereien. Nimm dir was mit. Marzipankartoffeln sind einer der besten Gründe, warum man Weihnachten lieben sollte. Lass es doch lieber liegen. Marzipan. Bäh. Eine Schale mit Marzipankartoffeln. Damit können wohl Durchsagen für die Gäste gemacht werden. Keine Ahnung, wo sich der Portier rumtreibt, aber er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Und ich möchte mich ungern von ihm erwischen lassen. Ups. Einen wunderschönen guten Tag, die Dame. Wie kann ich Ihnen zu Diensten sein? Ich glaube, ich habe gerade... Die Klingel zerstört? Keine Sorge. Ich kümmere mich später darum. Gut, was ich eigentlich sagen wollte. In meiner Kabine steht der Koffer von einem gewissen William Patterson. Dafür fehlt mein eigener. Ich nehme mal an, die beiden Koffer wurden vertauscht. Oh, wie bedauerlich. Ich werde mich dieser Sache sofort annehmen. Das wäre nett. Der werte Herr Patterson vermisst seinen Koffer bestimmt auch schon. Das glaube ich kaum. Bitte? Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber William Patterson ist unmittelbar vor Antritt der Reise verunglückt. Oh, war das etwa der Mann, der im Hamburger Hafen angefahren wurde? Ja, welch tragisches Malheur. Ist es denn was Ernstes? Ich glaube, ernster könnte es kaum sein. Ist er... Ich fürchte ja. Ich werde mich unverzüglich auf die Suche nach Ihrem Koffer machen und ihn dann in Ihre Kabine bringen. Vermutlich ist er aus Versehen in der Kabine des verunglückten William Patterson gelandet. Okay, vielen Dank. Irgendwie könnte ich jetzt auch ins Bett gehen. Und eigentlich spricht auch nichts dagegen. Schließlich bin ich ja zur Erholung hier. Die letzten Tage waren einfach ein bisschen viel. Die Trennung von Max... Nina, du bist hier, um ihn zu vergessen, also heul nicht schon wieder rum. Ich gehe jetzt einfach schlafen und wenn ich morgen früh wieder aufwache, dann sieht die Welt schon viel freundlicher aus. Und mein Koffer ist dann vermutlich auch wieder da. Der kann ja nicht einfach verschwunden sein, hoffe ich zumindest. Schon. Ist das nicht der Bikini aus meinem Koffer? Da hängt ein Zettel dran. Mit einer krakeligen Nachricht. Was ich aber eigentlich sagen wollte, Nina. Ich glaube, sie hieß Nina. Warum? Du und Max, ihr wart ein so schönes Paar. Aber man weiß ja, statistisch gesehen halten die Beziehungen nicht besonders lange, die halt eben aus Extremumständen zusammengekommen sind. Deswegen
Aber vielleicht ändert sich das ja nochmal. Wobei ich nicht glaube, dass er in dieser Folge nochmal wiederkommt. Ich weiß es nicht. Er war, glaube ich, nicht auf dem Cover. Ich habe es jetzt nie mehr so im Kopf. Das ist die Nachricht, die an meinem Bikini-Oberteil befestigt war. Da steht in krakliger Schrift geschrieben: Suchst du das hier schon? Den Rest habe ich auch. Komm und hol ihn dir. Wie? Kleiner Tipp. Sie kommen aus dem All. Doch von hier unten betrachtet scheint das gar nicht mehr so wichtig zu sein. Ich weiß nicht, was das soll und ob der Typ, der das geschrieben hat, nur krank im Kopf oder auch gefährlich ist. Die Frage ist, wurden die Koffer absichtlich vertauscht? Und wenn ja, wieso? Das Bikini-Oberteil aus meinem Koffer. Ja, aber ich wollte eigentlich da oben noch geguckt haben, bevor sie hier... Ist wahrscheinlich zu hier. Das Restaurant hat geschlossen. Okay. Sie führt in den Rumpf des Schiffes. Die ist verplombt und ich sehe derzeit keinen Grund, die Plombe aufzubrechen. Okay, vielleicht später. Eines von diesen Mini-Karussells, wie sie auch vor Supermärkten stehen. Ich passe da leider nicht rein und bewegen kann ich es auch nicht, da auf der einen Seite die Räder fehlen. Ah, okay. Ausgang. Oh, schöner Ausgang. Okay. Wie kommen wir denn da hoch? Moment. Reicht das, wenn ich einfach draufklicke? Das Oberdeck ist zurzeit gesperrt. Oder auch nicht. Okay, was ist damit? Durchgang, Eiskübel. Kein Eis drin. Ja, nimm mal einfach den Eiskübel mit, kein Problem. Wir klauen hier ja nichts, ne? Wir leihen ja nur aus. Ohne Ball geht das nicht. Und wenn ich einen hätte, dann würde ich trotzdem nicht spielen wollen. Über den Sinn von Tischtennisplatten an Deck eines Schiffs lässt sich vermutlich genauso trefflich streiten wie über vegetarische Kochbücher in einer Schlachterei. Ja. Hält auch in kalten Nächten auf dem Meer schön warm. Ich will eine Decke, ich will eine Decke. Nicht sein, sondern haben natürlich. Okay, Durchgang. Sieht bequem aus. Pool ist vielleicht etwas übertrieben. Große Badewanne wäre wohl treffender. Aber zum Abkühlen reicht es allemal. Mir ist gerade nicht so wirklich nach Baden. Ja, ich habe gedacht, ich probiere es mal. Der Sonnenschutz mag extrem schick sein. Ob er extrem zweckmäßig ist, würde ich aber mal bezweifeln wollen. Okay, also da können wir nirgendwo mal hin. Hier ist auch nichts mehr, nehme ich mal an. Hier können wir auch nirgendwo hin. Ah, Unterdeck? Das Unterdeck ist zurzeit gesperrt. Ja, natürlich. Ich hätte damit rechnen sollen. Okay, gehen wir erstmal wieder runter. Die Frage ist jetzt, was war nochmal auf dem Zettel? Moment, was ist das denn? Ach so, das war das Ruder. Das ist die Nachricht, die an meinem Bikini-Oberteil befestigt war. Da steht in krakliger Schrift geschrieben: Suchst du das hier schon? Den Rest habe ich auch. Komm und hol ihn dir. Wie? Kleiner Tipp. Sie kommen aus dem All. Doch von hier unten betrachtet scheint das gar nicht mehr so wichtig zu sein. Ich weiß nicht, was das soll. Sie kommen aus dem All, hätte ich jetzt eher... Ah, ich glaube, wir haben das Rätselslösung. Ich habe schon immer gewusst, die Waschmaschinen kommen aus dem Weltall. Ich habe schon immer gewusst. Das Waschbecken ist in einem erbärmlichen Zustand. Waschbecken und Wasserhahn scheinen wie fast der komplette Raum von überflüssigen Renovierungs- und Reparaturarbeiten verschont geblieben zu sein. Aber? Der Wasserhahn ist kaputt. Natürlich, was auch sonst? Eine Klingel. Keine Ahnung, wozu die gut ist. Damit man wieder rauskommt wahrscheinlich. Er spendet Seife. Ob er das wohl von der Steuer absetzen kann? Ich wasche meine Hände täglich in Unschuld. Die sind sauber. Die Programmwahl scheint defekt zu sein. Sieht so aus. Es ist keine Wäsche drin. Da hängt ein Schild dran. Der Trockner scheint defekt zu sein. Wenn jedoch alles defekt ist, warum können wir dann hier rein? Der Dampf kommt aus dem Rohr, vermutlich durch eine kaputte Dichtung. Da fasse ich nicht rein, viel zu heiß.
Wir haben auch kein Werkzeug oder so, ne? Nee. Haben wir nur die Tür? Haben wir sie sonst alles? Ja, haben wir alles angeguckt. Bringt uns allerdings nichts. Zettel, Decke. Ich denke mal nicht, dass uns das was bringt gerade. Also doch nicht des Rätsels Lösung. Scheint keiner drin zu sein. Und ohne Schlüssel komme ich... Einfach mal klopfen wäre vielleicht ganz gut. Scheint keiner... Da haben sie von einem Kongress gesprochen in der Zeitung. Ne? Das heißt, die wird uns wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Eine knuffige Zeichnung der Arche. Ich würde jetzt aber schon gerne noch die eine Sache... Das Fenster ist völlig verdreckt. Seltsamerweise nur auf der Unterseite. Ich glaube, das soll man gar nicht öffnen können. Ja, aber kann man da nicht irgendwie... Sauber machen anscheinend nicht. Da komme ich so nicht ran. Aber selbst wenn, würde es mir vermutlich nicht viel bringen. Das Fenster ist dermaßen verdreckt, dass es da schon etwas mehr braucht. Ja, das heißt, wir bräuchten eigentlich Wasser. Aber der Wasserhahn scheint ja kaputt zu sein. Die ist wieder verschlossen, ne? Scheint keiner drin zu sein. Die Tür zur Krankenstation ist abgeschlossen. Da ist immer noch keiner drin. Das Problem ist, ich kann ja natürlich auch nichts genaueres angucken. Scheint keiner drin zu sein. Mit dem Bullauge hat das vermutlich nichts zu tun, oder? Warum heißt das Ding eigentlich Bull? Warum steht hier eigentlich Tee? Stand hier vorhin auch schon Tee? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Koffer. Können wir noch eine Schlüsselkarte, Marzipan. Das ist die Nachricht, die an meinem Bikini... Suchst du das hier schon? Sie kommen aus dem All. Doch von hier unten betrachtet scheint das gar nicht mehr so wichtig zu sein. Ich weiß nicht, was das soll und ob der Typ, der das geschrieben hat... Also ich bin immer noch der Meinung, wir müssen Wasser finden, damit wir dann mit der Wolldecke das Ganze sauber kriegen können. Das werden wir... Oder können wir das vielleicht... Nee, mit dem Bikini können wir es wahrscheinlich nicht ab... Also zumachen oder so, ne? Also... Was ziemlich offensichtlich ist, dass wir den Dampf, nehme ich mal an, ja, irgendwie rauskriegen müssen. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas drauf machen kann oder weiß ich nicht was, damit da wahrscheinlich dann Wasser wieder rauskommt. Das Waschbecken ist in einem erbärmlichen... Waschbecken und Wasserhahn scheinen wie fast der komplette Raum von überflüssigen Renovierungs- und Reparaturarbeiten verschont geblieben zu sein. Oder muss ich die Klingel eventuell benutzen? Die Klingel ist festgeschraubt. Okay, anscheinend nicht. Das scheint aber auch nicht kombinierbar zu sein. Ich würde ja den Dampf nehmen, aber... Scheinen die auch nicht zu wollen. Kann man auch nicht dagegen hauen. Holzschuh ist natürlich schwachsinnig, aber es ist ein Point and Click, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Ich gehe jetzt noch mal eben kurz nach oben, ob da noch irgendwas gelegen hat oder so. Tresen, ja. Abdruck. Hier war mal die Klingel, um den Portier zu rufen. Aber dann hat sie irgendwer kaputt gemacht. Wer das wohl war? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weiß ich auch überhaupt nicht.
Müssten uns eigentlich irgendwas besorgen? Von vorn sieht es wie ein ganz normaler Tresen aus. Ob es dahinter etwas aufregender ist, kann ich nicht sagen. Dafür ist der Tresen zu hoch. Der ist eindeutig zu hoch, um drüber zu schauen oder zu springen. Warum kann ich das eigentlich nicht zur Seite bewegen hier? Also ich meine, ja, sie hat gesagt, dass man es nicht benutzen kann, aber... Könnte man das nicht eben noch nehmen? Da haben wir alles. Oh ne, hier ist ein Fenster. Wenn man ein Oberlicht von oben betrachtet, ist es dann noch ein Oberlicht? Oder wie? Ich glaube, das soll man gar nicht öffnen können. Nee, ich will es ja auch nicht öffnen. Auf dieser Seite ist das Fenster sauber. Ist das euer Ernst, Leute? Da haben wir aber schon überall draufgeklickt. Oh nee, den Bolzen habe ich noch nicht gesehen. Der Bolzen steht recht weit hervor. Der verantwortliche Handwerker hat es hier wohl nicht so genau genommen. Sehr vertrauenerweckend. Der steckt fest in der Wand, den kriege ich nicht raus. Verprügel einfach den Tresen. Wieso kann man da nicht einfach... Oh, da oben ist noch was. Da geht's nach oben. Aber die Sachen sind versperrt, die ne? Die ist verplombt und ich sehe derzeit keinen Grund, die Plombe aufzubrechen. Okay, aber ansonsten haben wir hier nichts mehr, wo ich jetzt irgendwie vergessen habe, drauf zu klicken oder so. Nee. Ja, so leid es mir tut, dann kann ich jetzt in dieser Runde erstmal noch nichts sagen. Hier unten ist es ein bisschen leiser. Also ich denke mal, dass das irgendwie von wegen UFO, dass das vielleicht hier mit dem Fenster zu tun hat, dass wir gucken müssen, dass wir irgendwie Wasser bekommen. Ich guck mal eben, nee, bei uns haben wir ja nichts, wo wir Wasser benutzen können. Ich denke, selbst Frauen sollten... Ja, nee, da hat sie auch nichts, was jetzt irgendwie damit... Ich meine, gut, ich hätte jetzt gesagt, sie macht das Bullauge auf. Wohl auch besser. Damit hier alles unter Wasser steht und ich das dann quasi sauber machen kann und alles nass habe. Funktioniert aber leider im Moment nicht, weil sie das so nicht möchte. Deswegen würde ich sagen, damit die Folge nicht zu lange wird, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich gucke mir nochmal unterwegs alles an, ob ich hier eventuell noch was anklicken kann, noch was finden kann. Ich habe keine Ahnung. Hier haben wir ja auch alles eigentlich schon angeguckt. Ich meine, ich wäre sehr erfindungsreich. Ich würde dann die Kabel wegnehmen und keine Ahnung was, damit ich dann an mein Ziel komme. Aber es ist halt ein Point-and-Click, ne? Da ist ja alles vorgefertigt. Das Bikini-Oberteil aus meinem Koffer. Ich bleib lieber bei meinem aktuellen Outfit. Könnte ich das eventuell anziehen, um... im Pool zu planschen? Das müssten wir in der nächsten Folge mal ausprobieren. Also da würde ich mich nicht wundern, wenn das eventuell gehen würde, weil da kommen wir ja hin und ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Ich glaube, sie hat allerdings gesagt, sie hat keine Lust, jetzt in den Pool zu gehen. Ich weiß es nicht. Wir machen auf jeden Fall hier erstmal einen kleinen Cut und dann schauen wir in der nächsten Folge mal nach, ob wir eventuell in den Pool können und ja, da vielleicht auf Mr. Unbekannt treffen. Halt, stopp, bitte schaltet jetzt noch nicht aus, denn der Teil, den ich danach aufgenommen habe, dauerte nicht allzu lange. Deswegen werdet ihr jetzt ohne Pause direkt sehen, wie es weitergeht. Und ja, wir werden dann an einer anderen Stelle einen kleinen Cut machen. Entschuldigt das Versehen, aber das konnte ich natürlich nicht ahnen. Viel Spaß noch! Genau, dann gehen wir nochmal aufs Sonnendeck. Da können wir hier übrigens auch nochmal kurz gucken, ob wir alles... Ja, da ist ja nicht allzu viel, was man anklicken kann. So. Okay, das geht nicht. Oh, ich bin so blöd, oder? Oh. Dein Ernst! Ich wollte lieber ein Bikini-Oberteil anziehen und in den Pool gehen, anstatt mir das, hier dieses Wasser aus dem Pool zu holen. Oh, wollt ihr mich denn?
Okay, dann probieren wir das jetzt nochmal. Gehen jetzt nochmal zurück. Wo müssen wir da hin? Da hin. Und das war von oben, war es ja sauber, ne? So, kann ich das direkt benutzen? Da komme ich so nicht ran. Aber selbst wenn, würde es mir vermutlich nicht viel bringen. Das Fenster ist dermaßen... Dass es etwas mehr braucht. Moment, also sie kommt da nicht ran. Okay, die kann man so nicht kommen. Das Putzzeug ist komplett. Ja. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der putzt. Ja, mach mal selber hier, ne? Aber das muss doch... Oh ja, oh ja, okay. Zu schmutzig. Nur mit Wasser komme ich hier nicht weiter. Nur mit Wasser kommt sie nicht weiter. Moment, wir haben doch auch noch Seife. Meint die eventuell das? Muss man das... Kann ich das so benutzen? Ich wasche meine Hände täglich in Unschuld. Die sind sauber. Okay, kann ich nicht. Versuchen wir es so. Wie viel Seife kommt auf einen Eiskübel Wasser? Dicker Spritzer, keine Ahnung. Okay, dann... Was ist das hier eigentlich? Eine Taschenlampe. So eine hängt bei meinem Vater im Museum auch. Können wir die mitnehmen? Ah, haben wir hier sonst noch irgendwas übersehen? Bildzeitung? Nee, okay. Gut. Moment, dann brauchen wir jetzt das Putzzeug dafür. Na toll. Selbst im Urlaub kann ich nicht aus der Rolle, die mir diese gemeine und ungerechte Gesellschaft aufgezwungen hat. Was ist nur aus den Errungenschaften der Emanzipation geworden? Na, mach das mal mit dem übergroßen Wattestäbchen sauber. Wenigstens erfülle ich meine Rolle gewissenhaft. Das Oberlicht ist wieder sauber. Okay, perfekt. Ich hatte schon Aussichten, die beeindruckender waren. Mhm. Ich glaube, das soll man gar nicht öffnen können. Nee. Moment, was stand da drauf? Das ist die Nachricht, suchst du. Sie kommen aus dem All. Doch von hier unten betrachtet scheint das gar nicht mehr so wichtig zu sein. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, aber das Ding stand doch da drauf, oder? Ach, das steht nicht drauf. Ich passe da leider nicht rein. Und bewegen kann ich es auch nicht, da auf der einen Seite die Räder fehlen. Ja. Moment, Räder? Rollschuh. Ah. Steht direkt anders und ich glaube, das Ding hat vorhin auch noch nicht so hoch gestanden, ne? Okay, dann müssten wir das doch jetzt sehen können. Jetzt ist doch alles sauber. Dadurch, dass das Karussell da drauf steht, wurde das Oberlicht zum Oberdunkel. So kann ich nichts erkennen. Dann strahlen wir das mal an. Da klebt ein Zettel am Boden des Kinderkarussells. Hinter dem Schiff wirst du den letzten Hinweis finden, der dich zu deinem Koffer führt. Hallo? Was ist das denn für ein kranker Typ? Jagt mich durch das ganze Schiff und schreibt wirre Nachrichten. Sollte ich allmählich anfangen, mir ernsthaft Sorgen zu machen? Ja, vor allen Dingen hinter dem Schiff. Meint er jetzt das echte Schiff oder meint er jetzt, das war eine Arche, ne? Kann man es das ist doch der nächste Hinweis, sei hinter dem Schiff versteckt. Vielleicht ist ja gar nicht das echte Schiff gemeint, sondern dieses Bild hier. Ich sollte es vielleicht mal von der Wand nehmen. Ah, perfekt. Hm, an der Wand ist nichts zu erkennen. Er hat ja auch gesagt, hinter dem Schiff. Die Arche Noah-Zeichnung. Auf die Rückseite des Bildes wurde ein Foto geklebt. Leider falsch rum, sodass ich das Motiv nicht erkennen kann. Und einfach abreißen geht auch nicht. Damit würde ich das Foto vermutlich zerstören. Hm, geht das? Nee, Moment. Der Briefmarkentrick. Funktioniert der auch mit dem Bild? Ha! Jetzt kann ich das Foto ohne Probleme ablösen. Oh, es ist ein Bild von Max, meinem Ex-Freund.
Mhm. Das Bild von meinem Ex-Freund Max, kurz nach seinem Skiunfall mit eingegipstem Bein. Wenn ich mich nicht täusche, dann stammt das auch aus meinem Koffer. Jemand hat mit Filzstift unter das Foto geschrieben, der arme Kerl, er muss zum Arzt. Na warte, wenn ich denjenigen erwische, der hier meine Sachen übers Schiff verteilt, schicke ich ihn auch auf die Krankenstation. Die Frage ist, warum hat er das da drunter geschrieben? Weil das so da drauf war oder weil er ihn damit bedroht? Ach so, er muss zum Arzt. Ich glaube, ich hab. Oh, ist jetzt offen? Nee, aber das Licht, ne? War das vorher auch? Die Tür zur Krankenstation ist abgeschlossen. Ich habe mich jetzt hier echt schon auf einen Jumpscare vorbereitet. Aber das Horror-Let's Play, das kommt ein bisschen später. Ich kann aber immer noch nichts sehen. Herzlichen Glückwunsch! Ich du hast es tatsächlich geschafft! Was? Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin Oscar und du bist Nina. Stimmt doch, oder? Ja, aber... Siehst du? Hätte ich echt nicht gedacht, dass du es wirklich schaffst. Hab mir extra so viel Mühe gegeben, aber du warst wirklich gut. Mühe gegeben? Womit? Mit der Schnitzeljagd natürlich. Du meinst, du hast die ganzen Zettel geschrieben? Und du hast... Ja, toll, oder? Du hast meinen Koffer geklaut und meine Sachen auf dem Schiff verteilt? Nein, der Koffer lag die ganze Zeit hier rum. Ich habe ihn gefunden und deinen Namen gelesen. Und ich dachte, du möchtest ihn bestimmt wiederhaben. Okay, fassen wir kurz zusammen. Du hast den Koffer also nur gefunden? Ja, er lag die ganze Zeit hier drin. Hast du gesehen, wer ihn hierher gebracht hat? Nein, keine Ahnung. Ist doch aber auch nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass du die Schnitzeljagd geschafft hast. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt erleichtert sein soll, dass hinter der ganzen Aktion kein psychopathischer Irrer steckt oder... Naja, Hauptsache der Koffer ist wieder da. Aber wer hat ihn hierher gebracht? Und warum? War doch ein tolles Spiel, oder? Ja, ganz toll. Tu mir nur den Gefallen und sag mir nächstes Mal bitte vorher Bescheid, wenn du wieder so ein Spiel machen willst. Versprichst du mir das? Okay. Danke. Und jetzt husch husch ins Bett. Okay. Gute Nacht, Nina. Schlaf schön. Ich mache mir die ganze Zeit fast in die Hose und denke über Psychopathen und wer weiß was nach. Und dann will so ein kleiner Rotzlöffel nur eine Schnitzeljagd machen. Ich glaube, ich zeige allmählich schon erste Anzeichen von Verfolgungswahn. Vielleicht sollte ich in Zukunft nicht hinter jeder Kleinigkeit eine Verschwörung vermuten. Aber nach meinen Erlebnissen in Tunguska, wie dem auch sei, ich sollte mich mal eine Stunde hinlegen und etwas entspannen. Halt's Maul, sonst mache ich dich kalt. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.